That's one small step for man, one giant leap for mankind. Servus und Glück auf, Freunde. Heute geht es wieder nach Untertage. Zum berühmtesten Lost Place im Ruhrpott. Aber so lost ist er gar nicht mehr. Es gibt wohl schon 1000 Videos davon, aber ich schaue es mir mal selber an, mit euch zusammen. Also, gehen wir mal los. Werkzeugschränke, Leute. Hier ist erstmal Ente im oberen Teil. Da hat man ein bisschen Hand angelegt und die Sache zugeschüttet. Also, los. Jetzt geht's da lang. Freunde, ich komme mal hoch.
auf und ab. Zack, zack. Ja, bin ich so dick oder der Rucksack? Ja, ich kann es nicht sein. Oh. Oh ja, der hier reinrutscht, ist nicht schlecht. Hätte man den Rucksack abmachen sollen. So, Freunde, hier sind wir dann in dem großen Bereich, wo sich der Schuster befindet, die Werkstätte und, ich sag mal immer, die Weihnachtsbotschaft. Die Richtung ist zu. Hier kamen wir gerade. Hier kamen wir gerade raus. Ja, das wird man wohl einfach verschüttet haben, ne? Ich glaube, das ist ja nicht gewollt, dass hier so ein reger Massentourismus ist. So. Also es ist schon gewaltig hoch hier. Also selbst meine Lampe mit 1250 Lumen verliert sich hier. So Leute, und hier ist wohl die berühmteste Schusterei im Ruhrpott. Hier sind die Schweißgeräte. So, Freunde, und was wir hier sehen, sind Schweißgeräte. So, Freunde, das sind die Schweißgeräte. Kapit-Schweißgeräte nennt man die wohl. Und Kapit reagiert mit Wasser, dann entsteht ein chemischer Prozess, dabei entsteht Wärme, Hitze. Und irgendwie hat man das genutzt, um damit zu schweißen. Habe ich so auch noch nie gesehen. Sehr interessant. Müsste man sich mal ein bisschen einlesen drüber. Da vorne steht noch ein Korb. Ich schätze mal, da kam das Kapit rein. Dann wurde die ganze Sache wohl vielleicht. Passt das? Ja, das passt sogar auf. Ja.
und wurde dann wohl ins Wasser getaucht, um die Reaktion hervorzuheben. Hier hängt dieser berühmte Schlauch, wo sich schon so viele dran versucht haben, um die Neugier zu befriedigen. Von daher spare ich mir den Weg da hoch. Ich weiß, was da ist. Rechts geht's wohl ab. Da oben in dem kleinen Loch. Dann wird die Luft sehr schlecht und dann soll wohl Ende sein. Ich glaube, man kommt da oben, wenn es offen wäre, in den anderen Bereich, den ich ja auch schon besucht habe. Versinterung, als wenn einer über Tage weiße Farbe reingeschüttet hätte. Ja, Freunde, hier ist eine Schütte. Da wurde über Tage die Schlacke reingeschüttet. Und hier unten laufen Schienen her. Da hat man dann die Schlacke in die Waggons verladen, beziehungsweise die Waggons sind hier vorgefahren, haben hier vorgesetzt, Schlacke rein, einer nach dem anderen und dann ab die Post. Da hat man es abtransportiert. Guck, guck! Jetzt kommt man runter. So, Freunde, das soll es gewesen sein mit dieser Tour. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir beide machen uns jetzt auf den Rückweg. Ich wünsche euch alles Gute, macht's gut, Servus, Tschüss und Glück auf!